Artikelnummer SCP-033. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Solange SCP-033 nicht Teil einer aktiven Beobachtung und Untersuchung ist, ist es auf einem Blatt eines irregulär geformten und per Hand hergestellten Stück Papiers, Papyrus, Leinen oder Pergaments niederzuschreiben. Die Form des papierähnlichen Stoffes darf keine parallele Kanten und rechte Winkel aufweisen. Außerdem darf die Länge einer Seite nicht der einer anderen entsprechen. Siehe 033 sichere Maße. Wird das Subjekt auf diese Weise verwahrt, ist das papierene Objekt in einem verschließbaren Tresor ohne Kombinationsschloss zu lagern. Der Tresor muss 30 Meter entfernt von jeglicher Form von Rechen- und Aufzeichnungsgeräten positioniert werden. Die Protokolle über die Aus- und Rückgabe von SCP-033 müssen im sicheren Mindestabstand von 30 Metern ausgeführt werden, um eine mögliche Kontaminierung des Papiers oder elektronischen Gerätes, welches das Protokoll enthält, zu vermeiden. Die Entnahme von SCP-033 zu Untersuchungszwecken kann durch das Kopieren von SCP-033 auf ein Whiteboard oder eine Kreidetafel mit SCP-033 sicheren Ausmaßen durch D-Klasse-Mitarbeiter erfolgen. Nach dem Transfer sollte das papierartige Objekt, auf welchem SCP-033 verwahrt wurde, verbrannt werden. Beobachtungen und Untersuchungen müssen für das maximale Beobachtungszeitfenster von 2560 Sekunden in einem gesicherten Konferenzraum erfolgen. Rechen- und Aufzeichnungsgeräte müssen in mindestens 30 Meter Entfernung aufbewahrt werden. Alle Beobachtungen und Notizen müssen auf SCP-033 sicheren Materialien notiert werden. Unter keinen Umständen dürfen Notizen in Bezug auf SCP-033 die Lagereinrichtung verlassen oder in ein Rechen- oder Aufzeichnungsgerät eingegeben werden. Nach exakt 2000 Sekunden der Betrachtung sind die Forschungsarbeiten zu stoppen und SCP-033 muss durch D-Klasse-Personal auf ein neues 033-sicheres, papierenes Objekt übertragen und zurück zur Aufbewahrung gebracht werden. Das Whiteboard, die Kreidetafel, welche in der Forschung benutzt wurde, ist nach der Übertragung so schnell wie möglich zu verbrennen. Unabhängig davon, ob SCP-033 auf natürliche Weise vor Erreichen der 2560-Sekunden-Marke verblasst ist. Es ist unbekannt, ob 033 sichere Verfahren die schädlichen Effekte von SCP-033 aufhalten oder ob sie nur eine aufschiebende Wirkung haben. Es wird theoretisiert, dass die irregulären Kanten und die Anfertigung per Hand durch mathematisch nicht vorhersagbare Menschen irgendwie die Logik stören, nach der SCP-033 funktioniert. Beschreibung: SCP-033 erscheint als eine Ansammlung von komplexen mathematischen Symbolen, welche von einfachen, von Laien identifizierbaren Darstellungen bis zu solchen, die nur von gut ausgebildeten Mathematikern interpretiert werden können, reichen. Die Summe dieser Symbole ist gleich einer bisher unbekannten ganzen Zahl, von Professor als Theta Prime bezeichnet, mit einem Wert zwischen 8 und 9. Da alle modernen mathematischen Berechnungen ohne das Wissen oder die Verwendung von SCP-033 durchgeführt werden, führt eine Einführung von SCP-033 in ein System, welches ohne es aufgebaut wurde, zum Erodieren der numerischen und schließlich der strukturellen Integrität des besagten Systems. Dieser Effekt tritt ebenfalls bei der Übertragung von SCP-033 auf papierene Oberflächen, definiert als Papier, Leinen, Papyrus, Pergament, welche keine 033 sichere Ausmaße besitzen, auf und bei jeder Form von Rechen- oder Aufzeichnungsgeräten, in welche SCP-033 eingegeben wird. Sollte SCP-033 auf irgendein anderes Material übertragen werden, wandelt es sich nach exakt 2560 Sekunden in Kauderwelsch um. Außerdem hat sich gezeigt, dass SCP-033 in der Lage ist, von 033 sicheren Materialien auf industriell hergestellte oder elektronische Materialien zu springen und diese in mindestens einem Fall auch zu destabilisieren. Siehe Ereignisbericht 033-D. Dies führte zur Etablierung eines Mindestsicherheitsabstandes von 30 Metern für elektronische Geräte und papierene Produkte ohne 033 sichere Ausmaße. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine 033 sicheren Spezifikationen für eine elektronische Aufbewahrung. Die aktiven Forschungsprojekte, die SCP-033 behandeln, sind dem Finden einer Methode zur sicheren elektronischen Lagerung gewidmet. Aktive Forschungsprojekte behandeln die Verwendung von SCP-033 als eine Neutralisierungsmöglichkeit für potenziell gefährliche, auf maschineller Logik basierende SCP-Objekte. Es folgt ein klarstellender Kommentar von Professor für alle nicht spezialisierten Mitarbeiter in Dokument 033-A. Dokument 033-Q ermöglicht das Nachlesen über die Effekte von SCP-033. Dokument 033-A, Nachbesprechung von Professor nach der ersten Beobachtung. Jedes Schulkind weiß, dass 2 plus 2 4 ergibt.
Die gefestigte mathematische Sicherheit der numerischen Reihenfolge und Werte ist die Grundlage aller auf Logik basierender Systeme. Wir wissen, dass nach 2 3 kommt und 4 nach 3. Was diese Formel nun beweist, ist, dass wir irgendwo eine Zahl übersehen haben. Stellen Sie sich vor, dass all unsere Technologie auf dem Glauben aufbauen würde, dass nach der 4 die 6 kommt. Wir würden einfach nichts von einer 5 wissen oder diese erfassen können. Das ist es, was diese Formel in ihrer Essenz beweist. Wir haben eine Zahl übersehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum das handgefertigte Leiden am besten funktioniert. Ich kann nur mutmaßen, dass eine mathematische Vorhersagbarkeit auf zweierlei Weise behindert wird. Erstens, die Irregularität des Herstellungsvorgangs, hervorgerufen durch menschliche Fehler, dient dazu, jede Form von Regelmäßigkeit, die ein maschinell gefertigtes Produkt aufweisen würde, zu eliminieren. Zweitens, die unregelmäßigen Kanten scheinen es irgendwie zu verwirren. Fast so, als würde es dadurch aufgehalten werden, dass es nach einem identifizierbaren Muster sucht, um dieses als Fluchtweg zu verwenden. Ich sage Ihnen eins. Ich glaube, dass es nicht länger als ein paar Tage auf etwas gelassen werden sollte. Irgendwann findet es ein Muster. Ich glaube nicht, dass es irgendwas zerstört. Ich glaube, dass es versucht, sich selbst in unser System einzufügen und unser System es aber nicht halten kann. Fast so, als wenn man ein Buch in ein bereits volles Regal stopfen möchte. Wenn man einen Hammer benutzt, bekommt man es da rein. Aber irgendwann zerbricht das ganze Regal. Sollte es ins Internet gelangen, müssen wir mit einem vollständigen Kollaps der IT-Infrastruktur innerhalb weniger Stunden rechnen. Dokument 033-Q. Testergebnisse. Versuch 033-Delta-5. SCP-033 wird auf ein DIN A4-Blatt weißes Kopierpapier von hier an als X1 bezeichnet geschrieben. Ein zweites Blatt Papier, identisch zum ersten, von hier an X2, wird 30 cm entfernt davon platziert. Nach 80 Sekunden. Symbole, die mit dem Inhalt von SCP-033 übereinstimmen, beginnen auf X2 zu erscheinen, X1 unverändert. Nach 160 Sekunden. Der vollständige Inhalt der SCP-033-Formel erscheint auf X2, X1 unverändert. Nach 320 Sekunden. X1 und X2 scheinen beide nass zu sein. Symbole sind noch sichtbar. Nach 640 Sekunden. X1 besteht jetzt zu etwa einem Teil aus scheinbar Wasser und 5 Teilen einer papierbreiähnelnden Substanz, füllt jedoch immer noch die Fläche eines flachen DIN A4-Blattes aus. Symbole sind nun nicht mehr lesbar. X2 wirkt immer noch nass, mit den Symbolen noch sichtbar. Nach 1280 Sekunden. X1 ist nicht mehr auszumachen. Der flüssige Teil scheint verdampft zu sein, die Papierbrei-Substanz ist offenbar sublimiert. X2 besteht nun zu etwa einem Teil aus Flüssigkeit und 5 Teilen Papierbrei-Substanz und füllt immer noch die Fläche eines DIN A4-Blattes aus. Symbole nicht mehr lesbar. Nach 2560 Sekunden. X2 ist nicht mehr auszumachen. Der flüssige Teil scheint verdampft zu sein, die Papierbrei-Substanz ist offenbar sublimiert.